Es war nicht leicht, jetzt diese Ausstellung zu finden. Fritz König, zeitgenössische Kunst bis heute. Dann mal los. Modern und anderes Thema. Man muss sich erstmal so wach machen, um zu verstehen, ich bin jetzt in einer anderen Welt. Renaissance, tschüss, und heute in der jetzigen Zeit. Fritz König, völlig überraschend, inmitten der Uffizien der alten Renaissance, diese künstlerische Überraschung eines Provokateurs mit wunderschönen Skulpturen, die ansprechen, die provozieren, aber an denen man von selbst verweilt und sie einfach wirken lässt. Ich mag sie, gefallen mir sehr. Über die Person Fritz Königs werde ich erst später was erfahren. Sehr ausdrucksstark und voller Botschaft, die ich nicht richtig verstehe im Moment, kann ich aber zuordnen. Immer wieder Menschen in gebückten Haltung, traurig, leiden, erkennt den Menschen erst auf den zweiten Blick in vielen Skulpturen. Man erkennt nicht auf den ersten Blick, ob es sich um was Lebendes oder was Totes handelt. Und eben wieder der Satz, die Wahrheit der Kunst liegt im Leiden, das sie in sich birgt. Pferd oder Mensch? Mag wohl an mir liegen, dass ich diesen Künstler nicht kannte. Ab heute kenne ich den und werde den mal verfolgen, wo in Deutschland wir diese Werke anschauen können. Ja, und wenn man ein bisschen was erfährt über den Künstler, dann hört man so große Sätze wie: Die Wahrheit der Kunst liegt in dem Leid, das sie birgt. Und man sieht seinen Bildern und seinen Skizzen, seinen Skulpturen vor allen Dingen an, in diesem Leid, in dem er die Wahrheit sieht. Dieser alte Mann hier, jetzt ist er nicht zu sehen, der hier in der New Yorker Kulisse zu Besuch ist, das ist der Künstler dieser Skulptur hier. New York am 11. September wurde natürlich seiner Skulptur zum Verhängnis. Er hat sie eigentlich nur als kleine Skulptur gemacht, wurde dann aber vergrößert, dann am World Trade Center aufgestellt, genau zwischen den Twin Towers. Und am Ende war sie beschädigt, was man da hinten sieht, aber nicht zerstört worden. Ja, insofern hat diese Skulptur, weil er sagt, die Wahrheit der Kunst, das Leiden, das diese Kunst in sich birgt, bekam jetzt hier eben unfreiwillig dann nochmal ein zusätzliches und wurde wieder aufgestellt, aber im beschädigten Zustand. Abstraktion zwischen Mensch und Pferd. Sollte es der Wunsch sein, eine Kreuzigung überhaupt in einer ansprechenden
neutralen und geometrischen Art darzustellen, dann würde ich sagen, diese Darstellung von Fritz König ist sicherlich eine der gelungensten, die ich mir wünschen würde, auch für unsere Kirche diese Skulptur zu verwenden als eine menschenähnliche, weil es geht um die Botschaft der Kreuzigung, es geht um die Darstellung als solche im Inhalt und nicht in der Grausamkeit des Details. Und da ist es von Fritz König doch eine sehr gelungene. Damit sind wir am Ende unseres Offizienbesuchs und werden die Ausstellung verlassen mit der zeitgenössischen Kunst von Fritz König. Und ich muss schon sagen, das Beste zum Schluss. Insofern